Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Crafter. Ja, da sind wir wieder. Hallo, Servus und einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du wieder reinschaust. Oh, jetzt fängt es natürlich wieder zu regnen, klar, wie immer. Ja, wir wollten hier in das Maschinchen reinschauen. Hier können wir nämlich Drohnen herstellen. Ich war natürlich auch schon fleißig und habe hier... Nee, hier nicht, das ist was anderes. Hier schon ein paar Materialien bereitgestellt, habe die hier reingetan. Ich gehe mal davon aus, man muss die hier in den Container reintun und kann die hier jetzt bauen. Oder auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, man könnte die jetzt hier bauen. Warte mal hier. Nee. Baue ein oder mehrere Drohnenstationen, stelle ein oder mehrere Drohnen her, öffne Sie ein beliebiges Inventar, in dem Sie Objekte automatisch verschieben möchten. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol. Wie baue ich die denn jetzt? Baue ich die vielleicht an der Werkbank? Also ich war fleißig. Hier, ich habe noch, ich glaube zwei habe ich noch aufgebaut. Ne? Ja, wir haben schon den Info, wir haben schon wieder ein Infofenster da hinten. Hier diese zwei habe ich mal aufgebaut und ich zeige euch gleich ein bisschen was. Ich war fleißig, ich habe ein bisschen was umgebaut, um uns das Ganze ein wenig zu erleichtern. Ich habe hier hinten vier Schränke für, ihr seht schon, die Stäbe, Uranstab, Iridiumstab, Superlegierung und Osmiumstab. Ja, hier ist der Fehler. Jetzt habe ich denn die ganze... Nein. Nee, das ist nicht der. Ich habe da was anderes anvisiert. Aber wieso ist der Ring die ganze Zeit drumherum? Hier, der ist anvisiert gewesen, oder? Okay. Gucken wir mal hier. Nee, hier brauchen wir auch keine Drohne. Brauchen wir eine Drohne vorne an dem Ding? Wieso ist hier der Kreis die ganze Zeit? Hm. Das Infofenster scheint ein bisschen verbuggt zu sein. So, wollen wir hier? Ne, hier bauen wir auch keine Drohne. Wo bauen wir die Drohne? Hier. Okay, hier muss ich das in den Schrank reintun, oder was? Warte mal, dann machen wir das hinten. Dann machen wir das hinten. Weil, hier habe ich, glaube ich, noch die Möglichkeit, bessere Schränke frei zu machen. Wasser hier. Guck mal, hier ist nichts drin. Aber die viermal da rein, die mussten ja auch da rein. Ne, die mussten nicht da rein. Das waren nur die. Genau, dann können wir hier auswählen. Und wir bauen eine Drohne. Ja! Boah, geil! Aber die müssen wir jetzt doch wahrscheinlich in diese Drohnenstation reintun, oder? Warte mal. Lass mal, waren das drei oder waren es vier? Vier. Reicht. Machen wir mal vier Drohnen raus, dann tun wir die da hinten rein. Dann schauen wir mal. Okay, hier können wir nichts anklicken, tun wir die mal hier rein. Vier Drohnen T1 verfügbar. Angebot und Nachfrage. Stellen Sie ein oder mehr, öffnen Sie ein beliebiges Inventar, in dem Sie Objekte automatisch verschieben möchten. Vorräte anspruchsvoll, Vorräte liefern. Das ist falsch übersetzt, oder? Vorräte Anspruch und Vorräte liefern, oder? Anspruchsvoll, hä? Drohnen können keine Algen oder Gemüse sammeln und funktionieren nicht, wenn der Strom ausfällt. Die Drohnen werden gelieferte Objekte in Inventaren transportieren. Wählen Sie einen Objekttyp aus, der an das Logistikzentrum geliefert oder nachgefragt werden soll. Aber wie wähle ich den denn aus? Nein. Guck mal einen hier rein. Nee, mit da drin hat es nichts zu tun. Muss ich vielleicht, warte mal. Vielleicht einen der Schränke. Hier habe ich doch das da. Nachfrage. Wieder.
Priorität 5. Warte mal, wenn wir jetzt... Können wir das auch von den Maschinen her machen? Also von den... Dann seht ihr auch direkt, was ich gemacht habe. Hier ist ein bisschen leerer geworden und ich habe hier zwei nebeneinander aufgestellt. Und das habe ich überall gemacht. Machen wir Angebot. Hier auch Angebot. Dann haben wir es nämlich einfacher. Dann haben wir hier jetzt wirklich nur Superlegierung. Wenn wir mal eben den kleinen Rundgang machen. Alugebiet. Ebenfalls aufgeräumt. Hier ist alles weg. Und dann stehen hier zwei für Aluminium. Iridium. Zwei für Iridium. Habe ich den eigentlich eingestellt? Ja, habe ich. Okay. Zeolit. Zwei für Zeolit, auch aufgeräumt. Auch beide eingestellt. Osmium. Zwei für Osmium. Das Schwefelding da unten, deswegen habe ich auch den Teleporter versetzt. Das Schwefelding da unten habe ich komplett weggemacht. Sage ich euch gleich warum. Und ich habe Uran angeschlossen. Hier war nämlich gar noch kein Teleporter. Und wir haben uns vorher da vorne befunden. Da ging aber nur einer hin. Hier habe ich zwei nebeneinander bekommen. Nicht so schick wie die anderen. Aber immerhin habe ich hier auch zwei stehen. Und das ist auch nicht verkehrt. Wenn wir jetzt nach Home nochmal gehen. Dann... Das Licht ist irgendwie komisch heute. Dann haben wir hier hinten jetzt, hinter den Heizungen. Da seht ihr es schon. 6 mal den Erzestaktor T3 und wir bauen ab. Schwefel. Tatsächlich hier vorne geht Schwefel abzubauen. Ist schon voll. Hammerhart. Dann haben wir Kobalt, Eisen, nein, Titan, Mahn, Magnesium und Silizium. Also alles hier an dem Standort wird abgebaut. Da habe ich gedacht, für das Standardzeug reicht eine. Wenn nicht, können wir da immer noch erweitern, aber ich denke, da reicht ein Ding. Das ist in Ordnung so. Aber Schwefel fand ich interessant, dass man das hier abbauen kann. Deswegen habe ich gedacht, dann brauche ich nicht immer in das Schwefelgebiet hinten rein. Kann ich das hier abbauen. Ich meine, wäre jetzt auch nicht aufwendig gewesen, in das Schwefelgebiet rein, weil mit dem Teleporter sind wir da so schnell da. Das ist kein Problem. Mal irgendwas trinken? Trinken? Hallo? Trinken? Hä? Hey, wieso kann ich denn nicht trinken? Hä? Hängt der gerade? Ich kann nicht trinken. Dann trinken wir da ein Wässerchen. Wir können mal eben das andere machen, was ich vorhatte. Und zwar können wir ja hier jetzt diese Sammler des Wasserlebens machen. Und da fällt euch schon auf. Es fällt euch richtig auf. Ich habe das Material dafür gesammelt. Wir können 3 Stück bauen. Was ich allerdings interessant finde, sammelt je nach Standort Phytoplankton und Fischeier. Was heißt denn je nach Standort? Ist das dann quasi hier anders als zum Beispiel in der Wüste? Deswegen würde ich gerne hier, deswegen habe ich noch 3 gemacht. Das sind 3 verschiedene Phytoplankton oder waren es Fischeier? Ich weiß, also auf jeden Fall gibt es von einem gibt's 3 verschiedene Sachen. Deswegen würde ich gerne hier auf jeden Fall eins aufbauen. Und hinten in der Wüste. Und dann muss ich, das wollte ich mir noch überlegen, das weiß ich noch gar nicht. Muss ich mir noch einen dritten Platz überlegen. Ich würde, glaube ich, weiß ich nicht, ob wir die Iridiumhöhle hier unten nehmen wollen. Obwohl, das ist ja eigentlich Wüste, ne? Das ist wahrscheinlich derselbe Standort wie Wüste, würde ich fast schätzen. Hier. Geht das? Ja, es geht, ne? Ach, guck mal hier, Phytoplankton. Steht sogar unten drin. Phytoplankton A. Jetzt hätte ich da hinten natürlich schlauerweise mal gucken sollen. Wenn das da hinten nämlich auch A ist, dann brauchen wir natürlich nicht an 2 Stellen. Oder brauchen wir nicht so weit voneinander weg, das dick zu machen. Beziehungsweise dann ist der in der Wüste wahrscheinlich falsch. Oder halt nicht falsch, aber dann bringt uns der nichts. Dann müssen wir gucken, wo wir den anderen platzieren müssen. Wir gucken jetzt nochmal hier. Phytoplankton A. Und da ist er. Guck mal. Hä? A und da kommt C raus. Okay. Okay. Fliegen wir nochmal zurück zu dem in der Wüste. Wenn da jetzt ein B drin ist, dann lasse ich ihn stehen. Wenn da A oder C drin ist, dann mache ich ihn weg. Dann machen wir den auch an den See da, weil ist ja, wie gesagt, Quatsch, wenn wir hier mehrere Standorte ablaufen müssen. Ich überlege gerade, wo könnte man denn noch einen Platz? Könnte ich hier im Wasser? Ah, jetzt kann ich wieder trinken. Okay.
B. Okay, er bleibt stehen. Da hinten ist C, wir sammeln bei beiden A und haben hier dann B drin. Ja gut, okay. Dann mache ich den zweiten hier dazu. Wir machen dann einfach hinten noch einen mehr. Er sammelt dann auf jeden Fall die Phytoplanktons. Und die brauchen wir hierfür. Wir brauchen für das Aquarium brauchen wir A, B und C jeweils einen. Eine Leiterplatine, eine Superlegierungsstab und Dünger. Die oberen drei Sachen ist kein Problem. Die anderen Sachen müssen wir halt sammeln. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hier dann, weiß ich nicht genau, hier werden wir wahrscheinlich Fischeier reintun können, müssen, dürfen. Dafür brauchen wir gar nichts. Ich würde sagen, als nächstes bauen wir das Ding. Leiterplatinen müssten wir noch ein paar haben. Habe ich mich eigentlich drum gekümmert. Sauerstoff ist kein Problem. Stufe 2 Dünger habe ich auch, haben wir auch zur Genüge. Und Superlegierung durch die beiden Extraktoren, die wir jetzt da stehen haben, auch kein Problem. Wir können auch mal gucken, ob wir so einen noch bauen können. Seide müssten wir haben. Superlegierung ist kein Problem. Die Klümpchen, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber auch die sind kein großes Problem. So. Hier haben wir Klümpchen. Ah, wir haben keine Klümpchen drin. Was fehlt? Wahrscheinlich der Pilz. So. Da war noch Leiterplatine gesehen. Jetzt macht er die Klümpchen schon. Wie viel brauchen wir? Ja, zwei. Nein. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Der hier verbraucht nämlich für die Leiterplatinen ein Klümpchen. Ja, hier haben wir genug Leiterplatinen. Wie viel braucht man davon? Aquarium jeweils eins. Sollen wir einfach mal zwei Aquarien machen? Eins, zwei. Haben wir wahrscheinlich auch einen schönen Deko-Effekt. Dann würde ich eins hier ins Labor machen. Und eins dann vorne in den Wohnbereich. Ich denke, hoffe, dass es einfach gut aussieht. Ich glaube, ich habe vorne noch Sauerstoff drin gehabt. Hier im... nee, aber hier. Ah ja, aber hier. Zweimal Sauerstoff. Zweimal Superlegierung. Zwei. Und jetzt müssen wir gucken, ob hier Dünger drin war. Nee, den Dünger habe ich dann hinten gelassen. Der ist im Labor. Hätte ich natürlich als erstes mitnehmen können, aber... Ich meine, wir wollen ja sowieso im Labor auch eins aufbauen. Dünger müsste... Ja, genau, hier. Zweimal der T2 Dünger war das, ne? Wo ist er jetzt? Da. Jawohl. So. Ach stimmt, hier haben wir auch beim letzten Mal noch ein Räumchen gemacht. Da können wir das natürlich auch hier reinbauen, ne? Weiß gar nicht mehr, was wollten wir mit dem Bäumchen, mit den Räumchen hier machen? Wir wollten irgendwas Spezielles machen, das hat aber, glaube ich, dann nicht geklappt. Ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Schönes Aquarium. Gucken wir mal rein. Fischeier. Also vom Symbol her würde ich sagen Fischeier. Gucken wir auch noch mal vorne dann, ob wir da noch einen hin platzieren können. Hier im Wohnbereich. Natürlich alles schon sehr voll und sehr eng gestellt, aber guck mal hier, so da vorne hin. Oder? Ah, der hängt natürlich sehr weit raus. Nee, dann stelle ich den auch da hinten in den Raum rein. Dann ist es so, dann haben wir da halt kein schönes Aquarium stehen. Ist egal, aber dann ist es lieber, dass mir das nicht so, dass es nicht so gequetscht ist. So, siehst du, zwei Aquarien haben wir auch schon. Das große Aquarium müssen wir noch ein bisschen mit warten, beziehungsweise dauert noch ein bisschen, bis wir das bauen können. Das ist ja auch ein kompletter Raum, da müssen wir sowieso mal gucken. Einen neuen Bildschirm gab es jetzt nicht, ne? Nee. Ach, genau, wo ich das Schmetterling-Ding sehe. Wir hatten ja beim letzten Mal eine schwarze Larve gefunden. Die habe ich in einen Schaukasten reingesetzt. Was ist Nahrung? Die habe ich in einen Schaukasten reingesetzt, zeige ich euch sofort. So. Da ist er. Sieht ein bisschen sehr gewöhnlich aus, wie ich finde. Sieht eher durchsichtig aus, als dass er schwarz ist. Das ist die schwarze Larve hier, ne? Albenschwarz. Albenlarve. Aber ja, wir wollten halt trotzdem jeden einmal hier drin haben. Und das haben wir auch bisher. Deswegen, der hat uns noch gefehlt und der ist jetzt hier drin. Und falls da noch was kommt, kommt das auch hier rein. Müssen wir probieren, ob da Fische oder ob da die Eier reingehen oder so. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Weiß ich nicht. Innenbeleuchtung, okay. So, warte mal, wir müssen jetzt mal gerade schauen. Wir haben jetzt die da gebaut. Die müssen jetzt natürlich erstmal produzieren. Da gehen wir gleich nochmal gucken, kurz vor Ende der Folge, würde ich sagen. Wir haben die gebaut.
Die sind auf jeden Fall schon mal gut, die können schon mal ein bisschen was Tiere produzieren. Aber ich würde auf kurz oder lang auf jeden Fall auf die hier hinaus. Weil die sind natürlich, das Ding produziert 65 Tiere pro Sekunde und das hier sind vier. Ja, da ist natürlich, mit denen sind wir da besser bedient. Ich würde, glaube ich, erstmal zwei davon bauen und wir wollten die ja hier hinten an das Türmchen anschließen, oder? Hat man doch gesagt. Da haben wir ja hier oben sowieso schon ein Biolabor. War doch ein Biolabor hier, ne? Oder? Biomasse-Labor, ja. Dann würde ich den einfach hier hinten ein Räumchen dran machen. Das können wir jetzt schnell machen. Machen wir da ein Räumchen hinten dran. Als Gang. Oder zwei Räumchen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wofür habe ich denn die Gummiperlen noch drin? Ah, stimmt. Wir wollten noch einen Sammler aufbauen. So und damit es schneller geht, ne? Ja. Und hier von drei. Eins, zwei, drei. Perfekt. Sind auch schon wieder nachgesport. Den einen hatte ich nämlich leer gemacht. Ich hatte ja drei aufgebaut, das heißt, ich habe neun rausgeholt. Ich habe zwei leer gemacht und bei einem habe ich eins rausgeholt. Jetzt sind die schon wieder voll. Das hier war der, genau. Dann setzen wir den anderen daneben. So. Räumchen, Räumchen, Räumchen. Hier. Ne? Hey, oh! Hey? War das echt nicht drei? War das nicht dreimal Titan? Ah, ne, das waren die Schränke dreimal Eisen. Jetzt brauchen wir zweimal Eisen, einmal Titan. Okay. Bitte dreimal links gekommen. Zweimal Titan, dann können wir. So. Was kostet denn die da? Eisen und Kobalt. Wenn wir da zwei hinmachen, dann brauchen wir viermal Eisen und viermal Kobalt. Können wir die nämlich auch direkt schick machen. Schick mit Glas verkleiden. Damit es im Stil bleibt. So, pass auf. Wohneinheit. Oh, Wohneinheit. So. Dann machen wir diesen. Ah ja. Diesen. 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 So. Ja, schick. Obwohl. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wollten die doch. Wir machen die doch an den Seiten dran. Ah, können wir noch einen Raum machen? Auf, dann machen wir noch einen dritten Raum. Gehen wir ein bisschen auf den See hin. Eben gucken, wie es aussieht hier von hier aus. Ja, ich glaube, das ist besser. Einer noch weiter, einer auch nach rein und dann gehen wir nach vorne. Quatsch, dann gehen wir zur Seite, Mensch. So, das war dann zweimal Eisen und dreimal Eisen, einmal Titan und einmal Kobalt. Dann machen wir dann nochmal. Weiß nicht mehr, wie war das nochmal? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ich hab's vergessen. Wie war das nochmal? Wie kann ich denn, ohne das hier auszuwählen, sondern wie kann ich das Ding kopieren hier einfach? Weiß ich, das geht noch irgendwie, oder? Vertue ich mich. Wie sieht es eigentlich hier mit der Forschung aus? Guck mal. Achso, Eier, ja, haben wir ja schon gehabt. Genau, das haben wir auch schon gehabt. Gasextraktor. Ja, das sind die Tiere da unten. Naja, was haben wir hier noch? Haben wir hier noch was zu entdecken gehabt? Wir müssen auch noch die GPS-Rakete T4 hochjagen, ne? Die hat mir auch noch freigeschalten. Den haben wir gebaut. Davon muss ich wahrscheinlich ein paar herstellen für die Tierzucht. Ja, das ist dann tatsächlich alles. Das ist schon wieder fast durch, ne? Ja, wir machen jetzt mal mit den Tieren noch ein bisschen was zu tun. Da müssen wir auch hier noch ein bisschen pushen. Das ist ja essentiell. So, die Räume können wir erst bauen, wenn wir das Phytoplankton haben. Rakete. Wo bauen wir die Rakete? War das hier? Nee. Nee, Quatsch, die Rakete bauen wir da hinten. Da brauchen wir aber bestimmt, weil das ja GPS ist, brauchen wir ja bestimmt hier den Mikrochip beim GPS. Schauen wir mal. GPS-Rakete 4 brauchen wir einen Mikrochip-Kompass. Zweimal Superlegierungsstab, einen Raketenantrieb und zwei Leiterplatinen.
Ich glaube, ich habe schon die Hälfte vergessen. Mikrochip, Hydration, ja. Mikrochip. Silizium, Magnesium, 2x Aluminium. 1, 2. Silizium. Andersrum, Magnesium, Silizium, doch. Kompass. Es rappelt im Karton. Dong, 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 dong. Ja, kennt ihr das? So, kann ich nicht irgendwo anders nachgucken, was diese blöde Rakete jetzt noch gekostet hat? Ein Antrieb, ne? Okay. Materialien nicht, etwa nicht hier, oder muss ich in Reichweite kommen? Okay, was fehlt denn? Uran, Iridium. Ah, der Iridiumstab ist wahrscheinlich jetzt zu weit weg, ne? Der Iridiumstab ist zu weit weg. Einer? Einer war es, ne, glaube ich, ne? Und immer hier rein. Ja, ist er. Der war zu weit weg, okay. Naja, es ist okay. Passt schon. Ja, das musste ich tatsächlich nochmal gucken gehen. Ich weiß es nicht mehr. Superlegierungsstab. Raketenantrieb. Zwei Leiterplatinen waren es, glaube ich, noch, ne? Ja, zwei Leiterplatinen. Das war's dann schon. Das ist ja dann doch relativ easy, ne? Zweimal Leiterplatine, so. Ja, dann würde ich sagen. Jagen wir die direkt als nächstes hoch. Können wir nämlich auf der Karte auch noch weiter rauszoomen. GPS-Rakete 4. Wow. Let's go. Tschüssi. Sonst hat man nichts mehr. Drohnenvisualisierungskarte. Zeigt Drohnen auf dem Kartenbildschirm an. Den sollten wir vielleicht auch noch bauen. Karteninformationsrakete, Point of Interest auf der Karte. Achso, ich wollte sowieso mal wegen den Drohnen gucken, was da jetzt noch abgeht, ne? Wir hatten ja jetzt hinten die Annahme, Angebot und Nachfrage quasi angestellt. Ich muss jetzt mal gucken, ob das hier jetzt irgendwie... Guck mal, zweimal Superlegierung als Anfrage. Haben die mir den Schrank jetzt vielleicht voll gemacht? Ne, Schrank ist nicht voll. Hm. Kann hier auch nichts auswählen. Wählen Sie einen Objekttyp aus, der an das Logistiksystem geliefert oder nachgefragt werden soll. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol. So, nicht hier, oder? Öffnen Sie ein beliebiges Inventar, in dem Sie Objekte automatisch verschieben möchten. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol. Wählen Sie einen Objekttyp aus, der an das Logistiksystem geliefert oder nachgefragt werden soll. Das haben wir ja. Wir haben die Nachfrage. Okay, die sind gerade wiedergekommen. Sind die vielleicht jetzt... ich übersehe den Eingang immer. Es ist voll! Die haben hier hingeliefert. Ist das geil? Ist das geil? Habt ihr das gesehen? Das Ding war leer. Jetzt sind die alle vier wieder da. Die haben jetzt einfach den Schrank aufgefüllt. Wenn wir das... Oh, das ist ja wohl geil. Wenn wir das mit jedem machen hier, ja? Pass auf. Machen wir hier jetzt einfach zum Beispiel, der soll gefüllt werden mit Eisen, ja. Haben wir hier eine Priorität eingestellt? Ah, mit der Priorität können wir runtergehen, ja, das ist jetzt nicht 1, Priorität 1, ja. Das hat Priorität 0, beziehungsweise, nee, komm, das war Priorität 2 und die hier machen wir Priorität 1. So, pass auf, Titan, Priorität 1, Nachfrage nach
Titan. Dann haben wir hier Kobalt. Nachfrage Kobalt. Prioriorität 1. Haben wir hier die Priorität eingestellt? Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Arbeit, das Ganze das für alle Schränke zu machen. Priorität 1. Aber wenn wir das dann umgesetzt haben, dann können wir auch bei unseren Erzextraktoren quasi einstellen, dass das da abgeholt werden soll. Und sobald hier ein Schrank leer ist, machen die den wieder voll. Das heißt, wir haben die Rumrennerei gar nicht mehr. Das ist, finde ich, mega. Finde ich sehr gut. Ich hoffe, das klappt auch so. Warte mal, Iridium würde ich jetzt nochmal erhöhen. Genauso, ja, Uran eigentlich nicht. Uran lassen wir mal auf Stufe 1. Weil da haben wir bisher jetzt nicht so viel gebraucht von. Wenn wir das mehr brauchen, können wir ja immer noch erhöhen. Den hatten wir auch auf Stufe 2 hier, ne? Nur, ich muss jetzt erstmal mich so ein bisschen reinfuchsen. Ja. Ja, hier ist nichts drin. Habe ich den leer gemacht. Da waren die Stäbchen vorher drin. Ja, so, Stoff. Ja. Wir können hier noch, wir können den einfach mal angeben, den Stoff, ja. Dann haben wir den angegeben. Aber wir müssen den ja nicht, ja, Pulsarquarz ist ja leider, dass wir den nicht, den können wir nur herstellen, den können wir nicht sammeln, deswegen brauchen wir hier nichts machen. Hier kommt dann Schwefel. Wir können den Stoff, sage ich, einfach mal angeben. Und falls wir da irgendwann mal darauf kommen, dass wir den verschieben müssen, dann können wir das immer noch machen. So, Osmium, da haben wir Stufe 2. Die Kunststoffperlchen würde ich jetzt auch erstmal lassen. Da haben wir verschiedene Standorte. Algen können die nicht transportieren. Zeolit. Da ist Zeolit. Priorität 2 ist okay. Methankartusche. Das finde ich auch sehr gut. 1. Ja, und dann hier Stickstoffkartusche. 1. Ich gebe die einfach auch mal mit an. Wenn die irgendwo sind, 3, dann sollen die hier reinbringen. Das ist dann die höchste Anfrage. Weil die brauchen wir eigentlich immer am besten. Die sollten eigentlich an diesem Standort alle verweilen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Habe ich da jetzt gerade Uran eingestellt? Nee, die habe ich auch nicht. Nee, alles richtig gemacht. Alles wunderbar. Osmium. Auch 3, ja. Das hat einfach höchste Priorität, dass sie das hier einstielen. Ja, hier brauchen wir nichts. Luft. Können hier mal die Luft reinsetzen. Luft. Priorität. Das würde ich sogar auf Priorität 0 lassen. Ja, es hat keine Priorität. Schwarzpulver ist Quatsch. Und hier ist sogar noch Sauerstoff. Dünger ist auch Quatsch. Das ist alles Quatsch hier. Die brauchen wir nicht nachfüllen zu lassen, würde ich sagen. Ja, Bohnen, okay. Die Sachen sind ja eher hinten. Da muss ich sowieso mal gucken, ob ich die nicht irgendwie anders mache. Oh, hier werden nochmal. Okay. Ja, ist egal. Ja. Kann ich auch bei denen kann ich das wahrscheinlich nicht einstellen, oder? Angebot. Oh, geht das? Wenn das geht, ne? Oh, warte mal. Angebot, Pilz. Priorität 2. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass man das einstellen muss. Priorität 2. Dass man das nicht einfach irgendwie per... Wenn ihr das wisst, ob das geht, dass man hier quasi nicht bei jedem Einzelnen einstellen muss, sondern dass man das irgendwie kopieren kann zueinander hin. Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Ich finde, ich habe jetzt gerade nichts gesehen, dass das irgendwie geht. Habe jetzt aber auch keine Tastenkombination oder sowas ausprobiert. Also wenn es da irgendwas gibt, sagt mir das gerne mal in den Kommentaren, würde mich sehr freuen. So, hier, dann sind wir aber gleich durch mit den Pilzen. Pilzen sind halt immer wichtig, weil wir aus denen dann Kunststoffklumpen machen können. Genauso wie die Bohnen. Ja, ist egal. Genauso wie die Bohnen. Aus denen wir hier Nahrungsdinger machen können. 2.
Pilze 2. Ja. So, jetzt haben wir hier die Pilze angegeben. Ich bin echt gespannt, ob die das leer machen. Müssen wir eben schauen, wo wir die Pilze reintun können. Petrischalen, ja. Haben wir. Hier zwei. Ach so, das ist Mutagen und das hier ist Bakterienprobe. Ja, okay. Hier haben wir noch ein paar Leiterplatinen. Hier haben wir Kürbisse. Warum auch immer wir hier Kürbisse haben. Aber dann tun wir mal die Pilze. Pilze? Können wir hier auch mehrere Sachen reintun? Pilze und Aubergine. Ah, guck mal da. Das ist ja wohl geil. Zwei. So. Das finde ich mega. Ja, das ist wirklich cool gemacht. So, Pilzchen da rein. Und da hat er direkt wieder ein Klümpchen gemacht, glaube ich. Ja, Pilze hier rein. Pilze und Aubergine, ja. Beschieß. Nein, will ich rausnehmen. Mal hier können wir dann zum Beispiel die Bohnen reinstecken lassen. Bohnen. Ich glaube, der Honig war auch der Honig wurde auch gebraucht für die Essensration hier, oder? Ja, Bohnen und Honig, genau. Kann nämlich hier das reinstecken alles, Bohnen und Honig, Priorität 2 bei Nahrung. Und hier kann Nachfrage, nee, nicht Nachfrage, sondern an, oder? Nee, hier wird reingesteckt die Nahrungsdinger. Wo sind sie denn? Da. Ja, Priorität 1. Und hier wird abgegeben. Nein. Angebot. Nahrungsdinger. Ja. Ja, Nachfrage und Angebot. Ja, ist er? Habe ich gerade eins genommen, dass der eins produziert hat, oder ist das jetzt automatisch hier reingegangen? Ich habe keine Drohne gesehen. Ja, ich glaube, hier müssen wir auch alles jetzt noch einstellen. Ne? Das ist jetzt, das ist, glaube ich, auch etwas, was ich jetzt nebenbei machen kann. Da muss ich euch jetzt nicht mit belästigen. Hier ist das Angebot. Eine Methankartusche. Ich weiß bei Methankartusche nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich war jetzt einfach mal eins. Angebot. Angebot. So. Und hier haben wir Angebot für die. Ah, das war Stickstoff. Das hier ist Methan. Ja. Okay. So. So, Stickstoffangebot, ne? Das holt das dann da raus. Hier bei denen, da müssen wir jetzt beides. Angebot von Honig. Ah ne, oder? Doch, wir müssen beides machen. Angebot von Honig und von Bienenlarve. Wir müssen einen Schrank für die Bienenlarve machen. Priorität 1. Angebot Honig. Angebot Biene. Nein. Ah, Mist, der hat alles weg. Okay. Aber das muss man richtig machen. Bienenlarve, Priorität 1. Angebot. Bienenlarve, Angebot. Honig. So, hier auch. Angebot. Bienenlarve, Angebot. Honig. Und dann sollte das ja eigentlich dann rausziehen. Und in den Schrank machen, bis der Schrank voll ist und dann lässt er das quasi wieder hier drinne. Ist aber nicht schlimm, weil der Kollektor bedient sich ebenfalls aus den Bienenstöcken hier raus, also hier die automatische Herstellung. Das Problem ist nur, dass er die Larven nicht rausnimmt. Honig und Bienenlarven. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alle eingestellt. Nur noch einen Schrank für die Bienenlarven machen. Ich meine, wir hatten da auch schon einen Schrank, aber wir nehmen jetzt einfach mal den hier. Nachfrage nach
Bienenlarven, Priorität 1. So. Dann kann das darin schön umverteilt werden. Und hier tun wir mal eben die Anfrage, Angebot von Seide. Seide. Ja, Priorität 0 lasse ich da. Habe ich das jetzt? Ja. Hallo? Ja. Angebot von Seide. Seide. Und Angebot von Seide. Seide. Ja, Priorität 0 überall drin. Wenn wir das irgendwo brauchen sollten, dann wird das da automatisch rausgezogen, würde ich jetzt vermuten, schätzen, hoffen. Ja. Hier ist die Nachfrage danach. Hier ist das Angebot. Moment. Nee, hier ist falsch. Ist ja nicht Angebot. Wir sollen ja hier rein. Nein, nein, das ist Nachfrage. Nach Bohnen und nach Honig. Die sollen ja hier rein. Ja. Und dann müssen wir da aber wieder mit der Priorität runtergehen, weil ich habe das, glaube ich, Priorität 1 gemacht gehabt. Bohnen muss ich noch einstellen, aber dann können die restlichen Sachen schon mal hier rüber transportieren. Ja. Wir können natürlich auch noch einen Schrank hier rüber machen. Guck mal hier. Der wird schon voller. Geil. Hier. Machen wir hier einfach auch nochmal Honig rein. Ja, dann läuft das nicht voll. Würde ich jetzt hoffen, schätzen. Ach, hier sind die Samen, genau. Deswegen muss ich hinten im Lager unbedingt mal gucken. So, eine Sache, die Folge ist schon wieder auf Überlänge. Ist nicht so schlimm, aber eine Sache wollen wir jetzt noch zusammen gucken. Und zwar hier unsere Spender, was wohl drin ist. Ja, trinken wir mal eben schnell, ist auch okay. Boah, ist das voll. Guckt euch das an, hier ist aber alles drin. A, B, C und Eier. Na komm, die nehmen wir direkt mal raus hier. Direkt mal leer machen. Da ist aber richtig was drin, du. Das gibt's ja gar nicht. Lass mal eben schauen. Wir sind ja jetzt sowieso schon auf Überlänge. Da können wir noch ein bisschen länger weiter überziehen. Man sieht, also ich erkenne das jetzt gerade nicht. Das ist die Drohnenstation, die das Geräusch macht, ne? Total cool, total geil. Mal eben gucken. Guck mal hier, das ist richtig was jetzt hier an Angebot und Nachfrage richtig ausgefüllt. Also ich weiß nicht, ob wir ja schon alles angegeben haben, aber ist ja egal, wir können das ja immer noch machen. Die Kollektoren müssen wir noch machen, ey, das ist super. 4 Drohnen sind unterwegs. Ja, es finde ich klasse, wirklich super geil. Hier finde ich ein bisschen schade, dass man hier nichts sieht. Ich habe gedacht, hier würde man vielleicht den Weg der Drohne nachvollziehen können oder sowas. Aber vielleicht geht das auch erst, nachdem wir das Ding hochgeschickt haben. Ne? Das kann natürlich sein. Komm, wir bauen jetzt noch. Wir bauen jetzt noch eben die Räume. Zweimal Dünger T2, zweimal Superlegierungsstäbchen und zweimal Leiterplatine. Haben wir, glaube ich, alles noch gehabt. Zweimal Superlegierungsstäbchen. Also, zweimal Leiterplatine und zweimal der Dünger. Eins. Ich hoffe, der Strom reicht und bricht uns jetzt hier nicht ab. Aber dann baue ich halt danach nochmal schnell einen. Wie heißt er denn jetzt? Hier Kernkraftwerk auf. Aber das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch zusammen. So, hier. Okay. Ja, okay, wir sind wahrscheinlich. Warum? Warum ging das denn jetzt so? Ich habe jetzt gerade sagen wollen, wir sind wahrscheinlich nicht hoch genug. Oder ist er wahrscheinlich wegen den Dingern da, ne? Der hängt ja wahrscheinlich voll drin. Hab ich noch frei? Ich habe ein bisschen frei Inventar. Ist nicht so runtergefallen? Ne, ist nicht so runtergefallen. Und warum mit diesen Algen
einfach hier noch was weiter hier drüben auf. Algen, 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 Algen. Nee, war das. Dann kann er da ein bisschen Algen produzieren. Ist klar, der hängt ja ins Wasser rein. Das ist schon logisch. Das macht schon Sinn. Irgendwie immer F zum Zerlegen. Ich weiß auch nicht warum. Hä? Wo habe ich denn jetzt? Achso, jetzt habe ich wahrscheinlich einen T1er abgebaut, ne? Ja, jetzt habe ich einen T1er abgebaut, okay. So. Schauen wir mal, ob jetzt geht. Aquarium. Hallo. Jetzt ist aber auch der Wurm gerade drin. Ist der denn echt noch höher? Hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Probier es mal in hässlich. 1, 2, 1. Da setzen wir dann noch ein Räumchen oben drauf. So. Ja, es geht tatsächlich. Finde ich ein bisschen dämlich. Also, ja, hallo. Weil eben hat er das Ding hingebaut, obwohl das so halb im Wasser drin hing. Und jetzt baut das nicht, aber ist egal. Ich baue da jetzt eine Treppe rein, weil wir haben hier noch eine Treppe, wie ich gerade sehe. Guck mal hier. Treppe. Ja, dann gehen wir hier rein. So. Dann gehen wir hier rein. Räumchen, Räumchen, Treppe. Ja. So, machen wir direkt in die Mitte, so. So, kommen wir rein. Oh, guck mal hier. Schön, oder? Geil. Wirklich. Ja, schön mit Wasser. Gut. Hier werden wir dann wahrscheinlich nochmal ransetzen können, ein Räumchen oder so, aber es, ja, es sieht super geil aus. Ich bin gespannt, wie das hier ist, ob da auch wirklich große Haifische drin sein werden oder nicht. Wir können es ja... Ah, geil, guckt euch das an! Fischis, hallo! Ja, geil! Direkt ins andere auch noch reinreihen. So. Mega, haben wir schon ein paar Fische drin. Ah, super, oder? Hat sich direkt gelohnt. Ich mache das hier gleich noch schön hübsch. Seht ihr dann in der nächsten Folge. Und, super geil. Super geil. Ja. Ach komm, wir machen jetzt noch schnell. Wir gucken jetzt nochmal eben das andere Aquarium ran. Ja, da mussten doch dann, glaube ich, die Planktons rein, oder? Oder vertue ich mich da jetzt? Das andere Aquarium. Ne, die waren hier. Müssen hier die Planktons rein? Nee. Nee. Plantons hören da nicht rein, da müssen auch Fischeier rein. Okay, dann müssen wir gleich nochmal die anderen Kollektoren hinten in der Wüste nachgucken. Aber ich glaube, da die hier vorne A, B und C produzieren, können wir die einfach auch nach vorne holen. Dann haben wir die hier vorne, dann brauchen wir nicht immer durch die Gegend reisen dafür. Finde ich mega. Ja, Folge war heute ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Nettes gemeintes Kommentar. Ich habe ja auch mehrfach zu einem Kommentar aufgerufen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dahingehend kommentiert, wenn ihr was wisst. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt. Danke fürs Zuschauen und ja, alles Gute bis zur nächsten Folge. Tschüss.